mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Mein neuer Datingkurs kommt ja bald raus für Männer. Und wie es der Zufall so will, haben wir hier noch eine schöne Mail dazu. Das könnte bei jetzt Frauen auch passieren. Kann man so ein bisschen sagen, wie man in eine Krümelbeziehung gerät, online, ohne dass man überhaupt eine Beziehung hatte, weil es einfach der gleiche Mechanismus ist, ne? Und warum es so wichtig ist, ich kann immer wieder euch wirklich bitten und anbetteln, nutzt diese Ratschläge, die ich euch gebe, weil also auch das mit ein paar einfachen Ratschlägen wäre das jetzt schon wieder nicht passiert. Hier nehme ich den Ratschlag, oder zwei Ratschläge sind hier gebrochen. Einmal, eine Frau nicht hinterherzulaufen, und das zweite ist, wenn eine Frau nicht, wenn sich kein Date ergibt, das nicht weiter zu verfolgen, so, ne? Und nicht, eigentlich der dritte Ratschlag, der hier verletzt ist, dass man nicht mit Frauen befreundet sein soll, wo man sich eigentlich was anderes wünscht. Ne? So, hallo Christian, ich habe mich getrennt nach vielen, vielen Jahren Ehe, obwohl wir ein Jahr Beziehungspause ausgemacht haben und nach Versprechen ihrerseits, sie würde 5 Jahre auf mich warten, wenn es sein muss, hatte sie direkt einen neuen Freund. Ja, sowas. Das macht mir aber nichts aus. Ich bin froh, da rausgekommen zu sein. Jetzt zu meiner Frage. Da ich in den 40er bin und nur selten ausgehe, auch weil die Kinder viel bei mir sind, habe ich jetzt mit Online-Dating versucht. Da es mich irgendwie nach Thailand, Vietnam, Laos zieht, habe ich mich auf einer Thai-Dating-Seite angemeldet. Was es alles gibt, Leute, ey. Aber es ist immer nur Online-Dating. Ich meine, ich will das jetzt gar nicht bewerten, wenn du nach Thailand möchtest. Also ich kenne mich da nicht aus, weiß nicht, wie die Dating-Szene da ist, aber was wir hier jetzt gleich haben, ist, also klar, jetzt immer, da macht man sowas Exotisches und dann geht der Fantasiemodus wieder an, wenn man so ein bisschen so ein Pluspol-Liebessucht-Fantasie-Ding hat, was du vielleicht hast, muss man echt sehen, dass man seine Fantasien so im Griff behält, ne? Dort lerne ich eine Frau kennen. In den 30ern, selbstständig, anfangs schrieben wir nur 4 bis 5 Sätze, dann monatelang nicht. Erst als mein Flug aufgrund von Corona gestrichen wurde, schrieb ich ihr noch einmal. Ja, also wolltest du scheinbar in die Stadt, wo sie ist und, ja, also es ist das Gleiche. Also Online-Dating ist kein Date zustande gekommen. Ob du jetzt auf dem Nordpol wohnst, oder auf dem Mond, oder auf dem Mars, oder auf der Venus, oder in Thailand, oder es spielt überhaupt keine Rolle. Es kommt kein Date zustande, es ist kein kontinuierlicher Kontakt. Zack, weg. Next. So, wir lachten gemeinsam über die Situation. Plötzlich schrieben wir uns täglich: Du kannst sie nicht treffen gerade. Das macht. Aber gut. Also wenn sie jetzt so kontinuierliches Interesse an dir hätte, aber selbst dann, ich kann da nur von abraten, ich kann ja sowieso nur abraten von Online-Dating, aber jetzt noch da lang mit jemandem zu schreiben, das ist so eine Fantasiemaschine, das ist ganz großer Mist. Nach mehreren Wochen haben wir auf ein anderes Medium gewechselt, so eine Art thailändisches WhatsApp. Hier gab es jeden Tag Nachrichten, Videocalls. Mit Küsschen, Herzchen. Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber da war dieses Gefühl. Ja, du weißt, dass es nicht gut ist. Plötzlich schrieb sie nicht mehr zurück. Weg, next! Man muss eine gewisse Härte entwickeln, sonst kommt man aus diesem Scheiß nicht raus, so, ne? Next! Sie will nicht. Fertig. Alles ist ihr gutes Recht. Weiter. Und nicht hinterherlaufen und überhaupt nie auf so lange Online-Kontakte einlassen. Nie, 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 nie. So, ich verfasse eine letzte Nachricht, dass sie wenigstens ein Wort schreiben soll, damit ich weiß, dass es ihr gut geht. Sie läuft sie schon hinterher. Das tat sie auch und ich verabschiedete mich. Ja, es ist vorbei jetzt. Nach mehreren Wochen fand ich ihr Profil auf Facebook. Es ist vorbei, 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 vorbei. Ich stellte eine Freundschaftsanfrage mit dem Text, wir können ja Facebook-Freunde sein, ohne Beziehung, ohne Absichten. Ey, das willst du doch gar nicht. Das ist nicht wahrhaftig, ist nicht ehrlich. Sie nahm meine Anfrage an und für mich war das dann wieder erledigt. Ich schrieb ihr nicht, weil ich wusste, dass sie keinen Beziehungskontakt haben will. Wieder einige Tage später kam eine persönliche Nachricht von ihrem Messenger. Sie fragte, wie es meinen Kindern geht und wie meine Stimmung ist.
Was soll ich sagen? Ab dem Zeitpunkt schrieb mir wieder täglich. Ich vermeide immer noch irgendwelche Herzen-Smileys zu schicken oder sowas. Vor ein paar Tagen kam ein Kuss-Smiley von ihr. Jetzt bin ich wieder in der Falle, dass ich ihr Nachrichten schreibe und den ganzen Tag auf Antworten warte. Gut, kennen glaube ich alle im Online-Dating. Kommt eine, bin ich kurz glücklich, kommt keine, fühle ich mich nies. Am liebsten würde ich 24 Stunden mit ihr schreiben. Ich weiß, das ist krank. Es ist wie eine Sucht. Die Suche nach ständiger Bestätigung, die Hoffnung, dass eventuell doch noch ein Herz-Smiley kommt. Das Krasse ist, dass wir uns noch nie in echt gesehen haben. Das geht ganz vielen Leuten so, dass sie jemanden noch nie gesehen haben und trotzdem voll in den Liebessuchmodus gehen. Das hat ein bisschen mit deinem Ego zu tun, wahrscheinlich viel mit deinem inneren Kind, was einfach noch in dem alten, in der alten Programmierung ist. Heißt, weiter an sich arbeiten. Ob du jetzt vielleicht mal, keine Ahnung, vielleicht mal Therapie machst oder ich weiß es nicht, ich sehe jetzt aus einer Mail. Oder guckst du mal in die Kurse rein oder beides oder gehst mal in, machst eine Beratung oder ist ja auch eine schwierige Situation, wenn man so aus einer langen Ehe kommt und da auf den Datingmarkt geschmissen wird. Ja. Moment sitze ich hier wieder und starre auf Facebook, um zu sehen, ob sie online ist. Wäre cool, wenn du was dazu sagen kannst. Ich denke, dieses Online-Dating-Thema ist für andere auch interessant. Ja, lass das. Also hat jeder schon mal erlebt, glaube ich, der lange online datet oder auch kurz. Es entsteht eine Fantasie und die Fantasie hat überhaupt keine Realität. Deswegen kurz schreiben, zack, wann ist ein Date? Und das gilt immer, das gilt auch in Thailand, das gilt in Timbuktu, das gilt in Argentinien. Es ist scheißegal. Kommt kein Date, raus. Weil so gibst du ihr jetzt Energie und Bestätigung und du kriegst eigentlich gar nichts. Und ich weiß nicht, also ich will dir jetzt gar nichts unterstellen. Also es kann jetzt kein Mensch wissen, was sie da für eine Agenda hat. Ob das jetzt eine gute Idee ist, in Thailand Online-Dating zu machen. Aber will ich jetzt gar nicht bewerten. Das spielt auch keine Rolle. Käme ich auch nicht mit aus. Aber wenn kein Date zustande, es gibt ja das berühmte Strichwort, bekommst du kein Date, ist sie nicht dein Mate. Also es ist irgendwie ganz einfach. Und das ist Teil der Arbeit, sich zu sagen, ich lasse mich auf sowas nicht mehr ein. Und wenn, das kann man eigentlich immer sagen, wenn so obsessive Gedanken und Liebessuchgefühle auftreten, ist es irgendwas faul und nicht das Richtige. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.